Hey, Salam aleikum, was geht? Mein Bruder. Was machen wir, Alter? Was geht ab? OZ1 ist da. Was machen wir jetzt? Was ist der Plan? Wir reagieren auf deinen neuen Song, ja. As the Venom. Was bedeutet das? As Bruder, the Venom. Das ist Kurdisch, Bruder. Mhm. Und das bedeutet, kann ich beleidigen? Sag. Ich f*** euch alle. Wallah, ich wusste, dass das... Am ganz locker. Aber am Ende kommt auch, guck einfach, wir machen schon. Wird schön auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Guck mal, bevor wir jetzt hier in die Reaktion reingehen. Ich habe letztes Mal etwas gelesen. Du bist jetzt bei Kapi unter Vertrag, ne? Ja, richtig. Aber gibt's einen Vertrag? Nein, bei uns gibt's keine Verträge. Bei uns läuft alles. Bist du das erste Signing ohne Vertrag? Oder ist generell bei Kapi so? Ich glaube, es ist generell so, aber soweit bin ich gar nicht in der Materie, Alter. Ja? Also ich weiß nur, wie es bei mir ist, wie es jetzt in der Vergangenheit war, weiß ich nicht. Ja. Aber bei uns ist das so. Also soweit ich weiß, gibt's bei Bramusik keine Verträge. Also ja. Krass? Ja, Mann, ja, nee, so. Du bist nicht schriftlich gebunden, wenn man das so sagt. Nein, nein, schriftlich bin ich nicht gebunden. Aber geil, dass ihr dich trotzdem dann so supportet, ne? Ja, normal, ich und Kapi. Kapi ist mein Bruder. Ey, ich sehe ihn auch wie ein älterer Bruder. Krass. Bei uns ist das so. Bei uns gibt es keine Verträge, bei uns alles mit Herz und Seele. Wer gehen will, soll gehen, wer da ist, bleibt, bleibt. Boah, das ist stark, dass der Kapi trotzdem so supportet und dass du so viel Einsatz zeigst. Ja, Bruder, viele haben auch am Anfang gesagt, als ich da hingegangen bin, ja, nach 2 Wochen wird der eh bestimmt wieder gehen, aber das ist nicht so. Ich bin noch lange hier, Bruder, ich bin nicht weg. Ja, Wallah, das feier ich. Das ist ja ähnlich bei uns. Wir arbeiten ja auch auf Icon nicht mit Papier, sondern einfach nur auf gegenseitiger Vertrauen und sonst was. Weißt du? Geil. Ich habe eine Frage an euch, ja? Mhm. Ihr seid doch auch mit Made to Create oder nicht irgendwo verbunden? Ja, yeah, habt ihr auch Verträge? Also wir jetzt? Team jetzt? Ja. Wir haben keinen Vertrag, nein. Nein, aber wir haben unsere Pflichten einfach, unsere Arbeitsstelle. Also ein Sandro oder du, oder also ihr habt keine Verträge. Nee, der Sandro arbeitet zum Beispiel als Produzent. Der, dadurch verdient er seinen Teil, wir machen das, dadurch verdienen wir unser Teil, Colin macht das, der verdient dadurch seinen Teil. Geil, geil, geil. Der hat Arbeitsplätze einfach geschaffen, weißt du? Ah, ich verstehe. So genau. Kurz erklärt. Wie ist das bei dir? Du hast das Finale gesehen, was dachtest du dir? Dachtest du dir, boah, hey, wäre ich mal drin geblieben? Bruder, guck mal. Sei ehrlich. Nein, guck mal, ich bin ehrlich, diese Malaga sah schon brutal aus. Alter, ja. Also ich wäre schon sehr gerne da gewesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Entscheidung bereue, weißt du? Ja, für mich, ich sehe alles als Schicksal, Gott wollte diesen Weg. Ja, normal. Ist so gekommen, wie es gekommen ist. Natürlich, in irgendein Paralleluniversum bin ich bestimmt in die Villa gegangen. Da habe ich dann auch gewonnen. Aber so, ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, Bruder. Ja. Ich wäre auf jeden Fall gerne da gewesen. Boah, stell mal vor, du hättest auch echt gute Chancen gehabt, muss man sagen. Ne? Du wärst bestimmt weit gekommen. Jungs, ihr schmeichelt mir. Und zum Beispiel auch die Location mit 1 Gramm, da wäre Ozan auch, der hat so reingepasst. Ja, Mann, diese Location war brutal, Alter. Da wäre der auch tot reingepasst, das, ich schwöre. Ich fand am lustigsten, ey, ich hab mich kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Infinite hatte einfach so ein kleines Kind auf seinem Arm. Baby. Mit Turban, ey, das sah so geil. Ich hätte den halten müssen. Ich hätte ihm so einen Schall gegeben. Walla, eigentlich sehr schade. Aber egal, Bruder. Aber egal, Bruder, ist so, wie es ist. Ich bin trotzdem mit Icon, Walla, an alle, die das sehen. Auch an dich, mein Bruder. Walla, niemals böses Blut. Ich schwöre auf meine Mutter. Egal, welcher Icon-Künstler mit mir einen Song macht. Okay, nicht egal, welcher. Da gibt's schon die ersten Sachen. Aber so auf jeden Fall, ich bin immer für alles offen. Icon, mein Herz, ich komm von da, weißt du? So. Ich küsse dein Herz. Oder der Ozan hat sich ganz kurz einen Namen aufgebaut und jetzt zerf***t er hier in der Deutschrap-Szene, legt sich mit sehr... Bruder, ich küsse dein Herz, mit wem legst du dich an? Mit Lil Sports. Oh nee, Bruder, nee. Okay, warte mal jetzt, ganz nein, kurz. Bruder, das war jetzt ein Witz, aber PA Sports, Bruder, ich feier ihn auch eigentlich, ja, sag dir ehrlich. Nein, ihr lacht. Wollen wir jetzt Real Talk machen? Ja. Guck mal, Bruder, ich sag dir eine Sache. Diese ganzen Diss-Sachen, okay? Ich bin eigentlich nicht der Typ, der irgendjemanden grundlos disst, okay? Mhm. Bei mir, wenn man meine Diss-Tracks hört, ich beleidige auch nirgendwo Familien oder gehe unter die Gürtellinie. Mhm. So eine Line gibt's auch da, ich gehe nicht unter die Gürtellinie. Ja, Bruder, jetzt, wie soll ich dir das sagen? Bei mir war das so, guck mal, ein PA zum Beispiel. Was denke ich mir, dass ich ihn disse? Er rappt seit 30 Jahren, da war ich noch nicht auf dieser Welt. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? PA ist für mich, er ist eine Deutschrap-Legende. Man kann sagen, was man will. Ich feiere ihn auch eigentlich. Ein Keanu feiere ich auch, weißt du? Ich habe den Leuten auch gefolgt. Yeah. Das einzige Problem ist der liebe Yakari. Der auch meiner Meinung nach Talent hat. Das hört man auch in dem Song. Er ist eigentlich kein schlechter Mensch. Ich hoffe auch, dass er zu sich kommt und weiterhin seine Musik durchzieht. Yeah. Aber das Problem ist, wenn jemand die ganze Zeit auf Kapi geht. Ich habe auch mit dem Yakari telefoniert. Aha. Weißt du, er hat mich privat angerufen, wir haben geredet. Und da hat er mir auch versprochen am Telefon, dass es in Zukunft nicht mehr so weitergehen wird. Dass er Kapi nicht mehr auf Kapi gehen wird, dass er sich mit ihm vertragen will. Okay. Und Bruder, dann hat er sein Wort nicht gehalten. Und Kapi ist mein großer Bruder. Er hat mir die Hand gereicht. Mhm. Er hat mir das gegeben, was mir nicht mal Familienmitglieder gegeben haben. Bruder, er hat es dann... Wenn einer auf ihn geht, muss er erstmal an mir vorbei, Bruder. Wallah, bin ich. Verstehst du, was ich meine? Deshalb einfach. Und was hat der Rest aber damit zu tun? Der Rest, Bruder, er beleidigt meinen Labelboss. Als Karma kriegt er. Das ist sein Labelboss, okay, Bruder. Okay. Wen habe ich gedisst? Ich habe einen PA gedisst. Als Antwort, dass er meinen Labelboss gedisst hat. Ja. Ich habe einen Yakari gedisst, weil er meinen Labelboss gedisst hat. Außerdem. Ein PA Sports zum Beispiel, ne, sagt in seinem Song, was man auch bei meinem ersten Song gesehen hat, dieser Hä. Da sagt er in dem Intro, was man hier auch gleich sieht, er sagt in dem Intro selber, er sagt,
wenn einer dissen will, wird seine Mama auf dem Beat. Ja, nee, dann doch erstmal die Mama von deinem eigenen Signing. Er disst doch die ganze Kapital. Das ist doch ein Widerspruch, verstehst du? Das ist der Grund, warum ich auch auf ein PA gehe. Okay, ich check, ich check. Ja, nee, ich disse die Leute nicht ohne jeglichen Grund. Ich sag, du bist ein Bastard, du bist ein Sie. Sowas sag ich nicht. Ich nehme lediglich die eigenen Worte und drehe die um. Die öffentlichen Fakten. Das ist mäßig ein Schachspiel, Bruder. Verstehst du? Mit den eigenen Worten. Mit den eigenen Worten nehme ich die auseinander. Sagen wir mal so, zu solchen Geschichten gehören natürlich auch große Eier dazu oder ein großer Rücken. Natürlich, Bruder. Was ist denn bei dir der Fall? Beides oder? Ach Bruder, was soll ich dazu sagen? Ich bin in Dortmund, jeder weiß, wo ich bin, jeder weiß, wer wir sind. Wer kommen will, soll gerne kommen. Jeder ist auf einen Kaffee eingeladen, ist kein Problem, Bruder. Wir sind nicht wie die Leute, dass wir einfach grundlos Mütter beleidigen. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe auch nicht Yakaris Mutter beleidigt, was viele falsch verstanden haben. Mhm. Ich habe gesagt, du alle, wenn sie Kapital dein Bruder dissen, dann geh als erstes Yakari seine Mutter, ne? Weil er gesagt hat, wer dich auf dem Beat dissen will, dessen Mutter wird. Und Yakari disst doch auf Beats Kapi, dann als erstes seine, verstehst du? Das sage ich. Ich habe aber nicht explizit seine Mama beleidigt. Das werde ich auch niemals machen. Ich habe von niemandem die Mutter beleidigt, von niemandem bin ich auf Familie gegangen. Das könnt ihr in jedem einzelnen Track nachsehen. Und ja, Mann, deshalb, die Leute sollen nicht im Internet bellen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Jeder weiß, wo wir sind, jeder weiß, wer wir sind. Ihr könnt gerne kommen. Das Ding ist, man, so, also wir wissen ja auch so ein bisschen bei Ozan, der hat uns ja schon ein bisschen erzählt, aber ich glaube, die Öffentlichkeit weiß das doch gar nicht so, was wirklich hinter dir so alles steckt, so, ne? Bruder, oder? Also ihr wisst gar was nicht. Was soll ich dir sagen? Wer wissen muss, der weiß. Das war's, Bruder. Was soll ich dir sagen? Ozan hat zu seinem 18. Geburtstag kein Auto bekommen, der Panzer bekommen. Bruder, guck mal, ich bin 18 Jahre alt. Panzer, Bruder, tiefer gelegt. Ich bin frisch 18, okay? Die Leute machen sich darüber lustig. Die sagen, haha, du wiegst 60 Kilo. Ob ich 60 Kilo wiege oder 61 Kilo wiege, davon sind 45 meine Eier, weißt du? Diese besitzen die Leute nicht. Deshalb, wie ich schon gesagt habe, Bruder, lass diese ganze Beef-Sache sein. Auf lustig, auf sportlich kann man jemanden dissen, aber sowas mit Familie sollte man nicht gut machen. Ja, das ist stark. Weil Bruder, Mütter sind heilig. Ob es meine Mutter ist, ob es deren Mutter ist, die haben mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Mhm. Die haben nichts in diesem dreckigen Geschäft verloren. 100%, du sagst es, Bruder. Ja, schön, Bruder, gesagt. So ist das, Bruder. Wer das versteht, versteht das. Wer das nicht versteht, dann tut's mir leid, dann seid ihr anderer Meinung, aber so ist meine Meinung. Bruder, du hast vollkommen richtig, Bruder, bei Gott. Inshallah, Bruder, ja. Du hast recht. Er redet vernünftig. Ey, ich sag doch immer wieder, Ozan ist ein respektvoller Mensch. Pisst du den aber an? Dann ist das eine andere Geschichte. Habibi, dann hört doch auf, Jungs, ich schmeiß mit zu. Aber Wallah ist doch so, Bruder. Ich ist doch so. Jetzt mein Bruder, Wallah. So, wir sind doch alle respektvoll aufgewachsen, Bruder. Du, ey, wir, so weißt du. Ey Leute, ich schwöre es euch, ne? Lasst diese ganzen Sachen sein mit dieses Rap-Turnier ist korrupt, das ist korrupt, Icon ist korrupt. Ich schwöre auf alles. BZ und Emre sind so gastfreundliche Menschen, so liebe Menschen. Und Bruderherz, wenn du ein Rap-Turnier machst, ne? Ist doch klar, irgendwann musst du einen rausschmeißen. Weißt du, was ich meine? Wenn das dein Favorite war, dann tut's mir leid, Bruder, aber irgendwann muss man ihn rausschmeißen. Natürlich, dir fällt's doch schwer, irgendwann jemanden rausschmeißen. Normal, natürlich. Aber das müssen die Leute verstehen. Man kann nicht anders reagieren, weißt du? Du musst ja irgendwann jemanden rausschmeißen. Ja. Und wenn dann so, das ist normal, dass es dann irgendwann irgendwelche Theoretiker gibt, die sagen, ja, die sind korrupt, die sind nicht. Ja, das. Ja. Bruder, ich war selber da. Ich habe eigene Erfahrungen gemacht, ich bin freiwillig rausgegangen. Bei mir gibt's nichts mit bestochen oder was auch immer. Ich kann von mir aus sagen, Icon ist ein glattes, wunderschönes Turnier und die Jungs sind auch stabil. Habibi, danke. Ja, Mann, so sieht's aus. Wallah, ich küsse dein Herz, danke. Wer was anderes sagt, wer euch disst, ne, sag mir Bescheid. Ich schreib euch sofort einen. Ich schicke los am Vorne. Ich schreib direkt einen 16er, kein Problem. Warum bist du raus? Das wurde wieder gefragt. Genau, was viele nicht verstanden haben, es war folgendermaßen. Ich war zu der Zeit, kurz bevor Malaga angefangen hat, ich war in Türkei. Davor war ich in Dubai. Mhm. Aber vor dem Bühnenauftritt war das. Genau, richtig. Da hat es angefangen ein bisschen. Genau, richtig. Als der Bühnenauftritt war, ein paar Tage oder ein paar Wochen später, bin ich nach, ein paar Monate, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Dem Bühnenauftritt bist du nach Dubai? Ja, vor da dem Bühnenauftritt. Da hast du deine ersten Erfahrungen? Genau, richtig. Vor dem Bühnenauftritt war ich in Dubai. Genau. Und nach dem Bühnenauftritt, also nach Runde 3, war ich in Türkei. Genau. Und dann haben wir über der Icon WhatsApp-Gruppe geschrieben, dann und dann treffen wir uns da und da und fliegen nach da und da. Genau. Ne? Und dann, ich war halt zu der Zeit in der Türkei und parallel dazu lief auch Icon. Die Frage war jetzt, bleibe ich in Türkei, ziehe ich meine eigenen Projekte durch oder gehe ich zu Icon? Mhm. Und das war dann dieser Moment, wo ich mir dachte, scheiße, was mache ich jetzt, weißt du? Und dann hat die eine Seite leider Gottes ein bisschen überwogen und deshalb hat sich das so übergeben. Also während ihr nach Malaga geflogen seid, war ich in der Türkei. Ich hätte auch kommen können, aber dann wären solche Sachen nicht entstanden. Yeah, weißt du, ich musste mich entscheiden, was soll ich machen, Bruder? Lass mich raten, als du gerade in Türkei warst, du hast diese auch gerade genossen, so, es war sehr gemütlich, ja, wahrscheinlich. Ja, noch dazu, ne? Bruder, beste Essen, beste Wetter, lass mich. Warum soll ich jetzt weg? Ja, Bruder. Warum soll ich weg? So, aber Spanien ist auch krass, Alter. Ja. Ja, also das Land, ja. Aber Bruder, glaub mir, wenn es um Essen geht wieder, dann eine andere Geschichte. Ja. Ey, Mabea, ich hab mieseste Kontakte, weißt du was? Weißt du, was ich uns klar gemacht hätte? Scheiße, Leute, wäre ich mal da gewesen, ja. Aber egal. Wir haben Videos gedreht sogar, wärst du mal gekommen? Ja, ne, schade. Musikvideos. Aber egal, wenn Icon 6 ist und Villa ist, dann sag mir, wo das ist, ich komm vorbei.
vorbei. Komm aber. Direkt zur Villa, ne? Nein, nicht als Kandidat, ich chill da so mit euch. Ja, klar. Oder ich gehe Jury. Ja, klar. Da hab ich schon meinen Kollegen mit nach Icon, ich lass ihn extra die ganze Zeit weiter. Ja, Mann. Ja, jetzt bin ich hier gespannt auf deinen Song Ozanbra Ezde Venom. Ja, Bruder, was soll ich machen, Alter? Ich war so, kennst du doch Schockstarre, du stehst morgen früh auf, ich nenne den Song so, scheiß drauf. Geb ihn einfach, was soll ich machen? Bruder, jeder hat gestern um 0 Uhr released, ich release heute um 15 Uhr. Warum ist das denn so passiert? Es gab gestern ein bisschen technische Probleme, ich will auch gar nicht. Nein, nicht Vertrieb. Das war wegen Video, kam zu spät Film, an, okay. Die Stars, Filme, weißt du. Aber auf Spotify waren pünktlich, ne? Ja, auf Spotify war pünktlich, genau. Bruder, guck mal, ich war gestern live. Na, ich will gleich auf eine Line eingehen. Da haben viele gesagt, dass du wohl Azu gedisst hättest an einer Stelle. Okay. Ist das so passiert? Nee. Oder dann gehen wir da gleich im Song. Aber genau, ja, lass uns darauf eingehen. Geil, geil. Warte. Ihr habt noch nicht gehört, ne? Das nicht, auf, aber nein, auch nicht auf Spotify, ne? Nein, gar nicht. Okay, tamam. Sätze ziehen sich an. Bra, ich weiß, du fühlst die Sätze. Sind wir zwei im Bellamo, bleiben von euch nur Überreste. Hey, Bruder, schon wieder, Bruder, ja, und schon wieder, ja, Bruder. Bruder, guck mal, bei Bruder, uns... die denken, die sind dreckig, ich schwöre auf meine Mutter, wenn wir wollen würden, wir wären so dreckig. Es gibt so viele Telefonate, ich will gar nicht meinen Mund aufmachen, Bruder. Aber wir sind Herzensmenschen, ich sag euch so, das ist noch geil, das ist Streicheln, Bruder, ich küsse dein Herz. Das ist doch überall, jeder hat das doch schon gesehen. Was so. Denn das jetzt, in Klatscher? Ja, diese Klatsche hat doch eh jeder gesehen. Aber was meinst du mit... Ja, Bruder, im Hintergrund passieren viele Sachen, weißt du, was ich meine? So, aber, also ey, es ist ja nicht so, dass okay, das, was wir sagen, ja, alles check, ist, was check, es gibt. Check, was du meinst, check, was du meinst. Ja, Mann. Wir machen ja auch unsere Erfahrungen, zum Beispiel mit Icon-Künstlern. Na, weil es gibt auch... Nicht alles, was da außen so wirkt, ist auch in echt so. Einen. Playboy, Alter. Ozanbra heißt alleine in den Kampf ziehen. Erster Schuss ersetzt wie mein Cousin aus Martin. Ich bin Bandit, ich muss mich bedeckt halten. Nicht unter die Gürtellinie, so wie Hans und Speckfalten. Gut, das meine ich. Verstehst du? Viele sagen wie Asus Speckfalten. Ach so. Das hat der ganze Chat mir gestern gesagt. Das kann doch gar nicht sein. Ich so, Chat, wenn ihr mich verarscht, hört auf damit. Hört auf, Fitner zwischen zwei Jungs zu machen. Ah, nein. Ich sag so wie Hamsos. Das ist ein Signing von PA Sports, der mich gedisst hat. Also viele haben gedacht, wie Asus Speckfalten. Ach so, nein. Ich küsse eure Herzen. Ich habe gesagt, so wie Hamsos Speckfalten. Okay. Hamso ist ein Signing von PA, der mich auf seinem Song gedisst hat. Und er hat sich darüber lustig gemacht, dass ich dünn bin. Jeder, der ihn kennt, weiß, der ist so ein bisschen, ne? Bruder, was soll ich machen? So sportlich. Ja, normal. Normal. Bruder, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr giftige Reaktion hier. Ja, ich merke schon gerade, in welche Richtung das geht. Giftig, Bruder. Ich bin Bandit, ich muss mich bedeckt halten. Nicht unter die Gürtellinie, so wie Hans und Speckfalte. Zakaria hat Talent, guck, das kann man sagen. Doch bei Life is Pain ist Hamso das fünfte Rad am Wagen. Er ist am Babbeln über Kappis, Pizza, was? Bei deinem Körperbau siehst du eher aus wie ein Stammkunde. Jack, der Hamso muss jetzt eingreifen für sein Label-Boss. Und der Größe von meinem... Nochmal zurückspulen, bitte. Bevor die Line jetzt kommt, ne? Ja. Ich möchte aufbauen. Bruder, jetzt, ja, ich bin doch auch stolz auf meine Songs. Was ist da los? Er sagt in seinem Song, der Hamso muss jetzt eingreifen, denn dein Label-Boss hängt an einer Spice-Pfeife. Okay? Jetzt hör. Ihr kennt alle sein Label-Boss, PA Sports, ne? Bin Stammkunde, Jack. Der Hamso muss jetzt eingreifen für sein Label-Boss in der Größe von meinem Half-Style. PA kauft das Nike, denke der Kinder. Parallel. Ey, Walla, ich liebe euch. Ich schwöre auf meine Mutter, ich liebe euch. Hat euch gefallen? Aber ist stark, Bruder. Also die Line ist auch sehr kreativ, muss man sagen, Bruder. Aber das ist so dreist, wissen. Das ist krass, Bruder. Ja, Bruder, Punchline. Dafür brauchst du Eier, ne? Muss man sagen. Ja, Bruder. Aber die Line ist stark, Bruder, wirklich. B.A. kauft das Nike-Tag in der Kinderabteilung. Parallel steht Big Mac in Hamsos Tinder-Beschreibung. Dein Label zu erwähnen, nein, war eine gute Idee. Ja. Denn der Grundsatz ist, bist du wieder auf YouTube zu sehen. Schon 2020 verteilte der Ansagen, doch muss für Releases weiterhin an Paran lassen. Wer von euch will Beef, ich schwöre, ich komm allein. Bist du das? Ja. Walla? Ja, Walla, warum bist du so schock? Weil ich dich noch nie so gehört hab. Ja, Bruder, man muss auch ein bisschen diverse Seiten zeigen, die keiner kennt, alle. Walla, cool. Walla, stark. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich mehr geschockt sein soll, von der Hook oder von dem, was da vorne. Walla, ich schwöre, Alter. Ja, von euch will Beef, ich schwöre, ich komm alleine. Rapper wollen Krieg, doch suchen danach das Weite. Klappt es nicht mit Rap, verteile ich lieber das Weiße.
Sei mal ehrlich, hat dir Jigsaw hier ein bisschen geholfen bei dieser Hook, bei, mit dieser Gesangsstimme? Jiggy hat mir viel beigebracht, was so interne Sachen angeht beim Produzieren, weißt du? Aber als ich den Song habe ich in Deutschland aufgenommen, also er war nicht dabei, weißt du? Ach so. Aber durch ihn habe ich vieles so gelernt, was Dings angeht, Programme, so mit Cubase, Logic und so. Selber machen und so. So ja, selber machen, ein bisschen auch gezeigt, wenn du da und da eine Doppelstimme machst, klingt das da und da besser. So diese Filme, Alter. Ja, normal. Habe ich auf jeden Fall viel gelernt, ja, warum nicht, Alter? Egal, ja, wo ich, nennt mich Kakashi, egal wo ich bin. Ja, alleine, alleine, in den Kampf ziehen muss ich alleine. Alleine, alleine, in den Kampf ziehen muss ich alleine. Das Auto deiner Mutter ist wie deine Seele ausgebrannt. Ja. Weil du hast meine Landsleute nicht ausbezahlt. Nein. Was denkt ihr, wie... Was steckt hinter dieser Line? Das Auto deiner Mutter ist wie deine Seele ausgebrannt, denn du hast meine Landsleute nicht ausbezahlt. Ja. Diese Punchline geht an PA. Da gab's damals gab's halt so die ein oder anderen Geschichten. Da gab's offene Rechnungen. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mit dieser Sache habe ich nichts zu tun. Aber ich wollte die Punchline trotzdem drücken. Ich will nichts Falsches sagen, ich will auch gar nichts dazu sagen, aber so wie ich das da gesagt habe, so ist das passiert. Okay, krass, Alter. Warte, weißt du, was ich merke? Ich passe gar nicht mehr in dieses Icon-Bild rein. Wenn man so auf meine Songs reagiert, ist immer so, Alter, Digga. Ja, also, ich schwöre. Weißt du, was ich meine? Bei so, den anderen so, boah, was ein geiler Vibe. Und so, bei uns halt so, Ani, Bruder, Wallah. Letztes Mal, ich war schockiert, ich hab ja extra gesagt so, Ozan, der hat keinen Bock mehr auf Icon. Der hat gesehen, Bruder, das ist zu lieb. Der will ausrasten, der will fressen, Bruder. Ich verstehe mich mit Kianush einfach gut. Ich auch. Wallah, ich schreibe mit ihm auf Insta. Ich hab ihm Audio geschickt. Ich so, Bruder, Hand aufs Herz. Wallah, ich zeig dir gleich die Audio. Wenn ich lüge, ich hab ihm Audio geschickt. Ich so, Bruder, Hand aufs Herz, sei ehrlich. Ist besser als von deinem Label-Kollegen, oder? Weil der hat ja Diss-Track gegen mich gemacht, das ist so menschliche Antwort. Ich so, Bruder, sei ehrlich, Hand aufs Herz, ist mein Track nicht besser? Ich küsse dein Herz, mein Dadash, weil er ist ja Iraner, weißt du. So, wir schreiben ab und zu. So, Wallah. Wallah, Ozan, ja, ich schwöre. Man muss immer korrekt sein, Bruder, ich hab nichts gegen die Leute. Ich schwöre, diese ganze Sache, das ist Musik, Bruder. Aber ich weiß, was der meint. Es ist Competition. Wallah, ich weiß, was der meint. So, Bruder, es ist Competition. Als ob ich jetzt, wenn ich PA so disse mit, du bist klein, du kaufst Klamotten in der Kinder. Abteilung. Als ob, wenn ich ihn jetzt draußen sehe, ich ihn beleidige, als ob ich auf ihn zurenne, so weißt du, was ich meine, wenn ich ihn sehe. Ich weiß, was der meint. Salam alaikum, wie geht's dir, mein Bruder? So, das ist ja Competition, oder nicht? Punchline. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber sieht das PA auch so? Ja, Bruder, ich hoffe, er muss das so sehen. Weil es ist Competition. Ich hab, Bruder, wenn ich unter die Gürtellinie gehen würde, dann, Bruder, ich hätte gar nichts gesagt. Mhm. Weißt du, ich würde das vollkommen verstehen. Ja, den Punkt verstehe ich. Weißt du, was ich meine? Also, ja. So ist meine Einstellung, Bruder. Mhm. Ja, crazy. Ja. Ja. Machen wir mal weiter. Guck mal, mein Part 2. Auf mein Song f*** ich euch alleine. Der CEO wird nicht zu Bratan, life is pain, bleib leise. Seid ihr zwei im Bellam und bleibt nur noch Param Slice. Yakari ist ne Pfeife und der Bratan bleibt der gleiche. Ich geh aufs Ganze, mich Ethanol mit Paste. Wär ich nicht bei Bra-Musik, dann wär ich jetzt in Klapse. LK Beamte, Jackie von der Tanke. Osa Bra Radikal, Yakari ist ne Transe. Zu dieser Passage will ich etwas sagen, okay? Ja. Bruderherz, die Leute sind so dumm, sind solche Idioten. Wegen dieser Passage denken die, Kapi hat meinen Text geschrieben. Warum? Kapi hat damals, als er Flair gedisst hat, er sagt, ich geh aufs Ganze, mich Ethanol mit Paste. Wär ich nicht bei EGJ, dann wär ich jetzt in Klapse. LKA Beamte, Jackie von der Tanke, Kapital, Radikal, Flair ist eine Transe. So hat er gesagt, ich mach einen Diss-Track, ich bin sein Signing. Ich mach eine kleine Hommage an ihn. Ich geh aufs Ganze, mich Ethanol mit Paste. Wär ich nicht bei Bra-Musik, dann wär ich jetzt in Klapse. LKA Beamte, Jackie von der Tanke, Ozan Bra, Radikal. Yakari ist eine Transe, weißt du? Ja. Das nennt man eine Hommage. Ja, normal. So, auf schön, bisschen erneuern, erfrischern. Weil viele Leute kennen das, weißt du? Haben mich auch viele darauf angeschrieben. Aber ich diese Passage gebracht habe, hat zum Beispiel der Hamso in seiner Insta-Story das gepostet. Und hat gesagt, ja, Kapi hat deinen Text geschrieben. Ich schwöre, Bruderherz, wem soll ich etwas beweisen? Wallahi, Bilahi, soll mir nur derjenige glauben, der mir glauben will. Jeder einzelne Buchstabe kommt hier aus diesen... Warte, ich bin Rechtshändler. Kommt hier aus diesen zwei Fingern. Ich bin ein... wenn ich nicht eine Zeile nicht selber geschrieben habe. Also ich kann es nur bezeugen. Aber Bruder, was soll ich machen? Die Leute glauben mir nicht. Olan, ich habe für eure Icon-Künstler geschrieben. Was soll ich sagen? Ich wollte es gerade sagen. Der hat für den einen oder anderen auch geschrieben. Ja, Wallah, so. Bruder. Aber egal, nicht schlimm. Sollten die Leute denken, was sie wollen. Olan, ich habe für eure Icon. Wallah, jetzt hätten wir was gesagt. Wallah, jetzt hätten wir den angeweckert. Ich flitte Casey an den Radar, das mitzuschreiben. Um auf Kilti 400-faches Gesicht. So kommt jetzt meine Schweiz, es gibt ne Peinlichkeit. Ich brauch kein KPPA, ist ne Kleinigkeit. Geil. Ich komm alleine, Papa wollen Krieg, doch suchen danach das Weite. Klappt es nicht mit Rap, verteil ich lieber das Weiße. Ja, das weißt du weißt es. Alleine, alleine, in den Kampf ziehen muss ich alleine. Alleine, alleine, in den Kampf ziehen muss ich alleine. Bra Musik! Life is pain, hä? Was heißt das? So,
Beleidigung, also wortwörtlich übersetzt heißt das, Life is von Esel, aber das ist so. Aber in welchem Kontext meinst du das dann? Ja, also, so, die Leute so, Life is pain, Life is pain. Life is pain, ne? Life is quasi career, man, darüber. Weißt du, was ich meine? Also so nicht so ernst zu nehmen, anders gesagt. Genau, ja. Eine, weil die, okay, machen sich über Bra-Musik lustig, dann mach ich mich über die lustig, ganz einfach. Bruder, alles kommt zurück. Voilà, aber jetzt verstehe ich. Happy Release erstmal, bevor wir weitermachen. Genau. Meine Briefs, genau. Leider, ein Tag Verspätung, aber egal, passiert, was soll man machen. Aber jetzt verstehe ich, wo gesagt wurde, dass gesagt wird, Ozan ist der Giftige. Weil Ozan ist diese, der ist bereit für alles und jeden. Ja, und Bruder. Der Giftige in dem zu sagen so, er disst alles und alles, was er will. Und genau deswegen. Deswegen passt das auch bei dir, muss man sagen. Ich küsse dein Herz. Voila. Also, geile Lines, Bruder. Ich muss sowieso sagen, Bruder, gestern, als ich live war, ich hab den Leuten gesagt, wie Ozan hat released. Kann doch gar nicht sein. Der hat schon vor letzter Woche, da letzte Woche, da oder also jede Woche, ich schlaf mit dir ein, Bruder. Ja, Bruder, ich hab in den letzten 3 Wochen 3 Singles gemacht. Das ist verrückt, Bruder. Ist gut. Das ist wie... Ja, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass so viel kommt, ja. Bruder, man muss sagen, viele Signings, die irgendwo gesigned sind, die machen vielleicht, keine Ahnung, 6 Songs im Jahr. Du machst 3 Songs in einem Monat. Ja, einen, voilà, stimmt. Das ist super, Bruder. Was ist denn jetzt für nächste Woche geplant? Wer wird denn da gedisst, Bro? Ja, erzähl mal ein bisschen. Bruder, da wird Icon 1 bis 5 wieder. Bruder, nächste Woche ist eigentlich nichts geplant. Echt? Bruder, das, ne, ich schwöre auf meine Mutter, ne, das war so spontan. Sein Track von den Hamso, ne, der mich, das ist ja mäßig nur eine Antwort, weißt du? Mhm. Aber gleichzeitig auch ein Diss gegen die anderen. Sein Diss kam, einen Tag später habe ich meinen Track aufgenommen. Einen darauf folgenden Tag später habe ich das Video gedreht. Mhm. Und danach sollte das Video kommen, gab es aber einen Fehler und jetzt ist das Video da. Das war, also ich schwöre, das Projekt ist in 3 Tagen entstanden. Ja, nee, du machst abhängig von den anderen. Wenn da was kommt, dann machst du auch ganz Bruder, schnell. Bruder, ich release, wann meine Eier wollen. Ich schwöre auf alles. Guck mal, Bruder, ich habe extra einen eigenen Kanal erstellt, das haben mich auch viele gefragt, warum liest du nicht bei Kapi? Mhm. Bruder, ich mach Disses, ich beleidige die Leute, weißt du? Also was heißt beleidige? Ich gebe dir ein paar Punchlines so auf korrekt, so hier, so stabil. Auf korrekt. So, ja, auf korrekt. So auf süß so, zeigen, ich bin da. Genau. So, warum habe ich das gemacht? Weil Bruder, die Leute sagen zum Beispiel, Ozan hat Kapi dazu angestiftet, ihn zu dissen, den zu dissen. Nein, Bruder, bei uns ist das nicht so. So, ich mach das für mich, weißt du? Weil ich Kapi so sehr liebe, mache ich das für mich, weißt du? Deshalb habe ich extra auf meinen eigenen Kanal released, damit er keine Probleme damit kriegt. Ich habe auch extra nicht über Universal, über Bra-Musik released, damit der keine Probleme davon hält. Bruder, ich kann nicht mehr reden. Ich weiß, also du willst jetzt einfach nur zeigen den Leuten, wenn ich will, ich mache auch alleine über mein eigenes Gesicht, eigenes Standing, eigenen Name. Einen, auch ohne Kapi auf mein Song, ich euch alleine. Ich check. Ja, so, aber cool. Bruder. Reagiert auf Yahero Yamero. Haben wir doch schon. Haben die schon. Hab also ich hatte mit Skandal und... Biggie war das. Genau. Boah, ja, den Song fand ich auch. Ich fand da die Hook mächtig, Bruder. Ja. Bruder, ja, Walla, ich auch, Alter. Ja. Walla, das war krass. Walla, ich feier den Tod, Alter, ich schwöre. Walla, ich feier den. Aber Walla, geiler Song, Bruder. Aber Walla, das ist erst der Anfang. Ich schwöre, Bruder, mir macht das so Spaß. Ne? Ich liebe das. Ja, das ist geil. Also du musst auf jeden Fall Spaß dran haben, damit du erfolgreich wirst. Ist ja klar. Ja, natürlich, so. Gibt es aber auch so andere Leute, mit denen du so Probleme hast, wo uns was Großes erwartet? Du musst nichts sagen. Aber gibt es andere große Namen, die uns noch erwarten könnten? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Okay. Bruder, ich bin mit jedem gut. So. Normal, ich check. Den. Ich habe ja auch eigentlich sozusagen, wenn ich jetzt nicht, abgesehen von Kapi, wenn ich jetzt nicht bei Kapi wäre, hätte ich mit den Leuten ja eigentlich gar nichts zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Wie gesagt, ich mache das nur aus Loyalität. Wenn einer gedisst wird, ja, nee, wenn einer Kapi disst, das ist wie, als würde er mich dissen. Ja, das ja, ist meine Einstellung, Bruder. Ja, wie, Bruder, ja, normal, wie wenn jemand ein Problem mit meinem Bruder hat oder ein Problem mit Colin, dann hat er auch ein Problem mit uns. Ein Beispiel, so, ja, normal. Nein, genau so. Safe, verstehen wir. Ja, Mann, das ist Bra-Musik, ihr wisst Bescheid, checkt alle ab, Allah, was ist da los, Jungs und Mädels. Aber das war erst der Anfang, guck mal, was jetzt in Zukunft kommt.